Giebelrasen mit Auto in Apple Store. In Zehlendorf sind unbekannt in einen Saturnmarkt eingebrochen. Nach dem Blitzeinbruch ins Alexa prüft die Polizei, ob es möglicherweise Zusammenhänge zu ähnlichen Taten in den vergangenen Monaten gibt. Blitzeinbruch heißt, du hast keine Zeit. 2 Minuten. Du gehst rein, schnappst dir die Beute und verschwindest. Wer sind die Kings? Wer macht 10 Gangster vor? Wer sitzt am Lenkrad und brettert in den Apple Store? Echte Berliner Waffe, echte Berliner Waffe, echte Berliner Waffe. Diebe-Rasen mit Auto in Apple Store. In Zehlendorf sind unbekannt in einen Saturnmarkt eingebrochen. Nach dem Blitzeinbruch ins Alexa prüft die Polizei, ob es möglicherweise Zusammenhänge zu ähnlichen Taten in den vergangenen Monaten gibt. Blitzeinbruch heißt, du hast keine Zeit. 2 Minuten. Du gehst rein, schnappst dir die Beute und verschwindest. Wer sind die Kings? Wer macht 10 Gangster vor? Wer sitzt am Lenkrad und brettert in den Apple Store? Echte Berliner Waffe, 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 echte Berliner Waffe. Ich hab noch keinen Schlaufe. Boah, hast du gesehen? Habt ihr die gesehen? Den Bullen. Lass vorbeifahren. Ja, genau hier am Schiff. Ja, wieder so. Und dann hast du halt da diesen großen Schlitz drin und kannst dann halt die Scheibe bearbeiten und alles rausreißen und mit Hammer und mit Brecheisen das Ding bearbeiten. Wir befinden uns hier in unserem Stahlschranklager. Hier werden Gegenstände aufbewahrt, die wir an Tatorten feststellen. Und unter anderem befinden sich hier auch die Tatwerkzeuge, was unsere Blitzeinbrecher am Tatort zurückgelassen haben. Mit solchen Hämmern wird dann am Tatort die Vitrine eingeschlagen oder die Eingangstür. Mit Riesenbrecheisen werden Widerstände aufgehoben, Türen aufgehebelt oder eben auch Vitrinen, in welchen sich Elektronik befindet, eingeschlagen. Was ist so für Juweliere, für Geschäfte? Ja, für Vodafone, Telekoms und so, wo du ein paar Handys rausholen willst und so 200-300 iPhones oder so, holst du dann mit so einem Ding raus. Und wenn das nicht reicht, dann fährst du einfach mit einem Vectra durch die Scheibe, dann hat sich das auch erledigt. Die gehen einfach spontan vor und mit einer Rücksichtslosigkeit, die uns die Verfolgungsarbeit sehr schwer macht. Für uns steht in erster Linie das Geld im Vordergrund. Schnelles Geld. Einfach. Schnelles Geld. Ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich süchtig sind danach, die einfach einbrechen müssen. Man funktioniert einfach. Man schaltet alles aus. Da wird nicht erst reingegangen und geguckt, was man nimmt, sondern da weiß jeder schon ganz genau, welcher Bereich am meisten Profit bringt. So wie der Normalbürger diszipliniert arbeiten geht, da auch pünktlich auf der Matte stehen muss, so ist es auch bei uns die Zuverlässigkeit sehr wichtig. Also das ist ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen schwerer Raub. Einbruch in den Apple Store am 2.12.2013. Ich kann Ihnen hier Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, die eigentlich das typische Vorgehen der Täter zeigt. Sie werden in Kürze sehen, wie ein PKW hier eindringt, wie die Täter folgen. Der Wagen fährt zurück. Die Täter dringen ein. Sie sehen auch gleich, die bringen große Taschen mit, große Baumarkttaschen, um damit das Diebesgut in der Folge herauszubringen. Diese Tätergruppen sind nicht homogen. Also wir haben hier keine feste Bande von 5 oder 8 Tätern. Es sind in der Regel Gruppen 20, 30 Personen, die sich alle aus ihrem sozialen Umfeld kennen, die gemeinsam in eine Schule gegangen sind, die in der gleichen Straße wohnen. Was? Das Arthur. Was Arthur? Geh mal holen, geh mal holen. Sachen ist wegen Dings. Du weißt, Sachen ist Doku, Moku und so. Man sieht sein Gesicht nicht, nix.
Dreh mal dahin, guck mal, da ist ein. Nicht dein Gesicht filmen, bitte. Das ist ein Kleinticker von der Gegend hier. Ich meine, der verkauft hier ein bisschen Drogen an den Ecken und so. Was für noch? Ich hab hier noch Teledin bei mir. Kannst du noch hier gerne, wenn du. Was ist das? Okay, was hat das? Zeig mal hoch. Ja, natürlich, kannst du gerne gucken. Was ist das? Teledin, Bruder. Teledin. Ein Teledin ist ein Schmerzmittel sozusagen. Da ist Opiat drin, so, das nimmt viele hier so. Okay, wie viel kostet du eigentlich? 10 Stück sind das? 10er Paket? Wie kennst du das? Wenn du das kriegst du von mir für 40 Euro, dann hast du 10 Euro dir gespart. Und plus, ich kann dir auch entgegenkommen, wenn du mir 60 gibst, kriegst du noch ein 20er Gras. Okay, dann habe ich aber nichts gespart. Dann ist ja 40 plus ein 20er, ist ja 60. Ist genau. Das gleiche. Naja, okay, für dich mache ich das sogar für 50, Bruder. Hey, das ist ja. Verpfeif schon besser. Geh einfach von hier weg, Dicker. Mit den Autos in die Schaufenster rein. Adrenalin pumpt durch meinen Körper. Guck, ich brauch diesen Scheiß Eskalation. Ha? Fick die Nation. Ha? Ihr könnt alle meinen Sipp immer blown. Viele Jahre, ich muss rein. Digitales Bild Beweis. Meine Jungs gehen auf Aktion. Kriminalstatistik steigt. Illegales Business weiß. Packs, Cash, Flex, Dealer. Benz, Beamer. Flashback, Benziner. Hier bin ich groß geworden, ich habe hier gewohnt und hier bin ich zur Schule gegangen. Ja, ich kann mich erinnern, früher, da war ich schon ungefähr 10 Jahre alt, da gab es so einen Streit zwischen zwei großen Banden hier, die Black Panthers und die Araber Boys. Die haben sich dann getroffen, hier auf dem Fußballplatz, 20 Araber Boys, 20 Black Panthers, die dann aufeinander losgegangen sind mit Baseballschlägern, Messers. Und ich habe mich oben in der Burg versteckt, da gab es mal, das ist jetzt eine neue Burg, damals war die, waren da zwei Burge so mit einem Dach, wo man sich so gut verstecken konnte. Da habe ich mich mit meinem Kumpel versteckt und man hat Knochenbrechen gehört. War schon spannend. Sei nicht frech, okay? Was habe ich denn gesagt? Ja gut, sei einfach nicht frech. Zeig nicht deinen Finger und so, das ist nicht gut. Wenn du einfach so zeigst, obwohl die nichts zu dir gemacht haben, denken die, was von dir? Schnitzel gemacht. Die denken dann, typisch Ausländer, oder? Nein. Doch. Benimm dich. Okay. So. Die erste Straftat, also die ersten Dinger, die ich gemacht habe, die habe ich gemacht, da war ich noch minderjährig, da war ich 11 und so. Verschiedene Sachen gemacht, Leute abgezogen, die ersten Überfälle. Damals ein paar Kneipen ausgeraubt und so, Kneipenbande und sowas. Ja, und dann irgendwann Einbrüche, Drogendealerei, organisierte Bandenkriminalität. So bin ich kriminell geworden. Ich habe nicht lange gefackelt. Ich habe auch nicht lange drüber nachgedacht. Mir waren die Konsequenzen scheißegal. Hauptsache Geld. Und schnell. Und viel. Wo ich jung war, wo ich so noch zwischen 8 und 12 so, da gab es hier mal früher einen Streetworker, der war hier unterwegs. Das war ein richtig korrekter Mann. Ich bin Henrik Kisse, bin Pastor und ich bin bis zum Jahr 2000, vorher 15 Jahre Streetworker gewesen in der Baptistenkirche in Wedding. Was eigentlich von Anfang an sofort klar war, dass diese Gruppe heute außer Kontrolle und eben auch viele andere eine Besonderheit hatte. Sie hatten schon ein besonderes Aggressionspotenzial und sie waren auffällig im Stadtteil. Ihre Träume waren dicke, fette Autos. Das Haus am See, was so gut wie unrealistisch ist. Und ihre Ideale und Lösungsmöglichkeiten waren, ich nehme es mir. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, wir sind Kurden. Aber meine Vorfahren sind damals ausgewandert in den Libanon. Deswegen spreche ich Arabisch. Meine Eltern sind damals so mit Sack und Pack hierher gezogen nach Deutschland. Geflüchtet aus dem Krieg. Sind hier angekommen in einem fremden Land. Und mussten dann erstmal klarkommen.
Ich glaube, dass die Eltern dieser Kinder sie nicht stoppen konnten, weil die Eltern das Leben, die Realität in einer Großstadt Berlin in dieser Kultur nicht kannten. Ich kam heute einfach aus dem Dorf in so eine riesengroße Metropole. Nicht einfach gewesen, auch für uns nicht, weil Eltern konnten uns keine hilfreichen Tipps geben, was den Alltag und das Leben hier in Deutschland so betrifft, ja, weil halt sie das selber hier nicht kennen, das Leben. Wenn du aus einem Blitzeinbruch in den Wagen steigst mit der Beute und abhaust und die Bullen hinter dir her sind, verspürst du natürlich Angst in dem Moment. Du willst halt nicht erwischt werden. Aber du gehst dieses Risiko von vornherein ein, und weil du das Geld brauchst. Du steigst dann in den Wagen ein und du haust ab, du gibst Vollgas und verspürst die ganze Zeit Angst. Dein Körper schüttet Adrenalin aus, du willst nur noch weg. Meine schlimmste Fahrt war, da haben wir eine Sache gedreht und wir sind auf der Autobahn und flitzen gerade weg. Da habe ich das Auto fast verbrannt, über 300 auf jeden Fall. Es ist erst vorbei, wenn du weg bist, wenn du wirklich weg bist, wenn keine Bullen mehr hinter dir her sind, wenn du das Auto irgendwo abgestellt hast, wenn du die ganzen Utensilien verschwinden lassen hast. Sogar in derselben Nacht abends, wenn du in deinem Bett liegst, fühlst du dich immer noch nicht sicher. Du fühlst dich dann erst am nächsten Tag sicher, wenn du wach wirst, dann weißt du, okay, alles cool. JVA, die Justizvollzugsanstalt, das ist der Knast. Da vorne ist der Besuchereingang. Also wenn du entlassen bist, wirst du hier entlassen, da kommst du dann raus mit den ganzen Sachen. Ich saß hier schon zweimal in U-Haft. Bin dann das erste Mal damals verurteilt worden. Da habe ich 3,5 Monate hier verbracht. Dann wurde ich zu 2 Jahren Haft verurteilt. Die habe ich dann abgesessen. Knast ist scheiße. Knast ist richtig scheiße. Dieser kleine Raum, diese kleine Zelle, so ein paar Quadratmeter, die du da für dich hast. Die Toilette direkt neben dir, so. Ja, man sitzt dann da 23 Stunden in der Zelle. Man hat eine Stunde Hofgang. Ja, die kommen dann morgens um 5.30 Uhr oder um 6.30 Uhr, schließen dir deine Zelle auf und fragen dich dann, ob du einen Hofgang machen willst oder so. Ja, und du bist froh, wenn du schläfst da drin, weißt du, wenn du abends dann einschläfst und so. Und das Schönste da drin ist der Schlaf, das ist der einzige. Das ist die einzige Zeit, wo du frei bist, so, weißt du? Also wenn ich wieder in den Knast müsste, wäre das auf jeden Fall scheiße. Weil du baust dir halt, alles was du dir draußen aufgebaut hast, ist dann erstmal kaputt, so, weißt du? Ja, manchmal ist das so anstrengend, die Jungs, 2 Stunden hintereinander im Gespräch sein, untereinander blabern, und die haben so viele Fragen, dass ich schon das Wasser vortrinken muss für sie. Mein Name ist Levent Yüktü, ich leite in der JVA Plötzensee die Islamgruppe, bin dort Gefängnisseelsorger, und da sind auch sehr viele Jugendliche von den Blitzeinbrechern. Ich kenne sie persönlich und wir kommen mit ihnen sehr oft ins Gespräch. Die Sache ist, dass ich an das Gute im Menschen glaube. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, tatsächlich sich mehr für das Gute zu entscheiden, anstatt für das Böse. Er muss seinen inneren Schweinehund besiegen. Und ich habe aus meinem Freundeskreis auch sehr viele Jugendliche erlebt, die nicht die Kurve bekommen haben, obwohl das sehr gute, anständige Jugendliche waren. Sodass ich mir gesagt habe, ich werde jetzt meine Karriere als Ingenieur hinschmeißen und werde mich hauptsächlich um diese Jugendlichen kümmern. Und das mache ich schon seit mehr als 10 Jahren. Da sind die Mauern, die sind auch gut. Da kann man die Mauern sehen. Alles Gefängnis. Meine Brille ist jetzt aber auch ein bisschen angeschlagen. Regen ist für die Jungs immer Depression. Das heißt, sie brauchen jemanden, der sie so ein bisschen motiviert und ein bisschen mehr Licht ins Leben bringt, ein bisschen mehr Emotion. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Großbeeren in die JVA Heidering.
Das ist eine Justizstrafanstalt am Rand von Berlin, es liegt südlich von Berlin. Da sitzen ein paar Freunde von mir, also insgesamt sitzen da 8 Freunde. Die meisten sind Blitzeinbrecher. Ja, und ein paar Jahre hier verbringen ist schon Kopfschmerzen. Man fühlt sich dann selber schlecht, so, wenn du einen nicht besuchen gehst so, und der erwartet jetzt zum Beispiel deinen Besuch und du gehst da einfach nicht hin. Das ist kacke, das geht nicht. Also das ist auch das Mindeste, was ich tun kann für einen Freund, der in Haft ist, ihn besuchen. Das ist ja nichts. So wie man einen Vater, einen Bruder beschützt, ehrt in der Familie, haben für die Jungs sozusagen die Freunde einen neuen Familienstatus bekommen. Er ist ihnen noch näher als ihr leiblicher Bruder. Und sie müssen auf ihn aufpassen. Und wenn der im Gefängnis ist, muss man sozusagen zu ihm hin, ihn trösten und ihm Mut machen. Ja, das ist aber! Ich küsse eure Augen, Jungs! Wir sehen uns in 2 Wochen! Passt auf euch auf! Wir sehen uns! Das sind meine Jungs! Die eine Hand wäscht die andere. Wir sind für dich da. Aber wenn du rauskommst, musst du auch für uns da sein. Ich bin jetzt noch hier. Wenn ihr wollt, komme ich wieder zurück, wenn ihr ein bisschen reden wollt. Ey, auf jeden Fall, ich trage mich in 4 Wochen ein. Ja? Die 4 Wochen bin ich dann wieder hier. Pass auch auf euch auf. Wir sehen uns in 2 Wochen spätestens. Ja, trag mich ein. Ciao, Assalamu alaikum. Wir sind heute hier am Teufelsberg. Das ist die alte amerikanische Abhörstation. Und ich drehe heute hier eine Szene von meinem neues Video, AK Flexscheibe. Axel! Ja, der Junge hat schon so viele Videos gedreht, der ist einfach der Motherfucker. One Takes, Wonder. Ich müsste mal komplett Licht, aber ihr könnt vielleicht von meinem Licht mitnehmen. Komm mal hinter mir. Ich brauche ein bisschen Platz hinter mir, mindestens 2 Meter. Ist hier nicht die richtige Scheibe drauf, oder? Da kommt erst die richtige Scheibe drauf. Aber erzähl mal, was ist das? Ja, das ist ein Flex, das ist eine Benzinflex, mit der kann man halt Wände aufflexen, wenn man irgendwo durch die Wand will oder so, oder durch die Decke irgendwo rein. Taschenlampe.